Heute geht es um das Umwandeln von quadratischen Funktionen in verschiedene Darstellungen. Ihr kennt quadratische Funktionen in der Normalform. Zum Beispiel f von x gleich 2x² minus 4x. Minus 6, das ist die Normalform. Es gibt aber auch die Scheitelpunktform. Und die faktorisierte Form. Die Scheitelpunktform könnte zum Beispiel so aussehen. 2 mal x minus 1 zum Quadrat minus 8. Dann wüsstet ihr, dass ein Scheitelpunkt bei der Koordinate x gleich 1 und y gleich minus 8 vorliegt. Die faktorisierte Form könnte so aussehen: 2 mal Klammer auf x minus 3 mal x plus 1. Dann wüsstet ihr, dass Nullstellen vorliegen bei x1 gleich 3 und x2 gleich minus 1. Okay. Die Normalform sagt euch, die Funktion ist gestreckt, nach oben geöffnet und hat den y-Achsenabschnitt minus 6. Okay. So, wenn man jetzt die Scheitelpunktform hat und zur Normalform kommen will, dann macht man das mit Ausklammern. Das gucken wir uns als erstes an. Wenn man von der faktorisierten Form zur Normalform kommen will, macht man das auch durch Ausmultiplizieren. Ich hoffe, ich habe eben nicht Ausklammern gesagt. Ich meinte Ausmultiplizieren. Das gucken wir uns als zweites an. Interessant ist natürlich jetzt, wie kommt man wieder zurück? Also wie kommt man von der Normalform zur Scheitelpunktform? Das ist Punkt 3. Und wir gucken uns auch an, wie kommt man von der Normalform in die faktorisierte Form? Punkt 4. Okay. Legen wir mal los. Also. Erstens, Scheitelpunktform. 2x minus 1 zum Quadrat minus 8. Was kann man tun? Nun, diese 2 steht vor einer Klammer und in der Klammer steht x minus 1 zum Quadrat. Das bedeutet, man kann hier entweder x minus 1 mal x minus 1 schreiben und ausmultiplizieren oder man benutzt gleich die zweite binomische Formel, um das Ganze zu schreiben als x² minus 2 mal x mal 1 plus 1 zum Quadrat minus 8. Und das kann man ein bisschen eleganter schreiben, x² minus 2x plus 1 minus 8. Und jetzt kann man die 2 noch rein multiplizieren. Ja, die steht ja vor der Klammer und muss jetzt mit den einzelnen Termen mal genommen werden. Also 2x² minus 4x plus 2 minus 8. Und das kann man jetzt noch ein bisschen zusammenfassen zu 2x² minus 4x minus 6. So, und wir sind also von der Scheitelpunktform zur Normalform gekommen. So, schauen wir mal. Zweiter Punkt, wenn wir jetzt uns angucken, wie wir von der faktorisierten Form zur Normalform kommen.
Dann starten wir nochmal also mit der faktorisierten Form. Die war hier 2 mal x minus 3 mal x plus 1. Ja, und das geht hier so ähnlich, ne? Also man multipliziert jeden Term der ersten Klammer mit jedem Term der zweiten Klammer und bekommt, die 2 lassen wir erstmal außen stehen, x² plus 1 mal x minus 3x minus 3. Und jetzt kann man noch die 2 von außen rein multiplizieren. Hat man 2x². Oh. Naja, okay. Also hier habe ich 1x minus 3x sind minus 2x minus 2. Ja, komm, das schreibe ich nochmal hin, ne? Sicher, sicher. X² minus 2x minus 3. So, und jetzt 2x² minus 4x minus 6. Okay. Das ist also relativ einfach. Gucken wir uns mal den Punkt 3 an. Wie funktioniert das eigentlich, wenn wir die Normalform haben und zur Scheitelpunktform wollen? Also, wir starten mit der Normalform. Die lautet hier x² minus 4x minus 6. Okay. So. Und wenn man also so einen Funktionsterm vorliegen hat, dann, und man möchte die Scheitelpunktform erzeugen, dann muss man ja irgendwie eine Klammer hinbekommen, wo das Quadrat außen steht. Und dafür muss man die binomische Formel, ich schreibe sie hier nochmal hin, in diesem Fall ist es die zweite, a minus b in Klammern zum Quadrat, das a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat, rückwärts anwenden, also in diese Richtung. Und dafür ist es sehr praktisch, wenn hier vorne, vor dem Term, der ein Quadrat hat, hier, kein weiterer Faktor steht. Ich klammere also erstmal die 2 ganz aus. So, und überlege dann jeweils, was bleibt denn übrig, ja, sodass, wenn ich die 2 wieder rein multipliziere, dieser Term entsteht. Hier ist es klar, 2 mal x² ist 2x. Hier sind es minus 2x, weil 2 mal minus 2x sind minus 4x. Und hier sind es minus 3. Okay, so, jetzt gucke ich mir mal diesen Term an. Wir haben also hier ein x². Das ist schon mal ganz gut, weil das entspricht hier diesem a². So, und jetzt müsste etwas kommen, was diesem minus 2 mal a mal b entspricht. Und in diesem Fall haben wir ja minus 2 schon stehen. Das a ist das x, das haben wir schon rausgefunden. Und jetzt sagen wir einfach das b, das ist dann sozusagen eine 1. Und dann käme ja b². Also müssten wir hier auf jeden Fall plus 1 im Quadrat schreiben. Ja, dann könnten wir von dieser Seite rückwärts folgern auf die auf den Klammerausdruck mit dem Quadrat außen. Aber dieses plus 1 im Quadrat, das war ja gar nicht da. Das haben wir uns einfach gegönnt. Müssen wir wieder wegnehmen, sonst ist die Gleichung falsch. Machen wir also minus 1. Ja, und diese minus 3, die lassen wir einfach stehen. So,
Jetzt kann man diesen ganzen Teil hier vorne zusammenfassen. Das sind also zweimal. Und dieser Term hier, durch die binomische Formel, wird x minus 1, also a minus b, Klammern zum Quadrat. Und hier haben wir minus 1 minus 3, also minus 4. Und jetzt multiplizieren wir die 2 von außen wieder rein. Also haben wir 2 mal x minus 1 in Klammern zum Quadrat minus 8. Und das ist die Scheitelpunktform. Der Trick ist also, durch eine quadratische Ergänzung, das ist dieses hier, den Term so umzubauen, dass man die binomische Formel rückwärts anwenden kann. Das kann die erste binomische Formel sein oder auch die zweite. Okay, so. Wie funktioniert das mit der faktorisierten Form? Also, ups, das ist der falsche Stift. Wir möchten die Normalform 2x² minus 4x minus 6 in die faktorisierte Form überführen. Nun, das geht im Prinzip so ähnlich, ne? Also, wir müssten rausfinden, wo sind eigentlich die Nullstellen? Der Funktion, ja, weil die Nullstellen stehen ja in der faktorisierten Form. Nullstellen sind die Stellen auf der x-Achse, wo die Funktion die x-Achse schneidet. Das heißt, der y-Wert ist 0. 2x² minus 4x minus 6 muss also 0 sein. Ja. Auch hier möchte ich gerne so diesen Quadratterm erstmal alleine hinbekommen. Das macht vieles einfacher. Also teile ich durch 2. Dann habe ich x². Ich muss hier diesen zweiten und den dritten Term auch durch 2 teilen. Haben wir also minus 2x minus 3 ist gleich 0. Und jetzt kommt der gleiche Trick wie eben, die sogenannte quadratische Ergänzung. Ich habe ja hier ein x² minus 2 mal x mal 1 plus 1 Quadrat minus 1 Quadrat minus 3 gleich 0. Ich kenne also den Trick jetzt schon und fasse wieder zusammen diesen ersten Teil zu x minus 1 zum Quadrat. Das ist also x minus 1 in Klammern zum Quadrat minus 4 gleich 0. Ja, und jetzt kann ich die Gleichung mit Äquivalenzumformung lösen. Plus 4 ergibt x minus 1 Quadrat gleich 4. Jetzt ziehe ich die Wurzel auf beiden Seiten. Ja, die Wurzel aus 4 ist 2 und die Wurzel aus x minus 1 zum Quadrat ist x minus 1. Es gibt aber noch die zweite Möglichkeit, nämlich dass x minus 1 minus 2 ist, weil minus 2 mal minus 2 ergibt auch 4. Ja, ich habe also die beiden Lösungen x1 gleich 3 und x2 gleich minus 1. So. Wenn ich jetzt also diese beiden Nullstellen kenne, dann weiß ich schon mal, dass ich x² minus 2x minus 3
umschreiben kann. Als x minus 3 mal x plus 1. Ja, und da, wenn ich das Ganze mit 2 multipliziere, bekomme ich 2 mal x minus 1 mal x plus 1. Ja, und das ist ja aus multipliziert die Form, die ich gesucht habe, also 2x² minus 4x minus 6. Okay, das heißt, ich habe hier die Normalform in die faktorisierte Form umgeführt, ne? Überführt. Die faktorisierte Form ist also 2 mal x minus 3 mal x plus 1. Ja, da sehe ich jetzt einen Fehler, ne? Also das muss minus 3 heißen. Okay, also schauen wir nochmal auf die Übersicht am Anfang. So, wenn wir jetzt also die Scheitelpunktform in die Normalform überführen oder die faktorisierte Form in die Normalform, dann multiplizieren wir die Klammern aus und fassen so weit wie möglich zusammen. Wenn wir jetzt aber die Normalform haben und die Scheitelpunktform erzeugen wollen, dann bauen wir den Term um, indem wir die quadratische Ergänzung benutzen. Wir wenden also die binomischen Formeln rückwärts an. Und dafür muss man immer etwas hinzufügen. Ja? Das findet man durch Ausprobieren raus. Wenn man die Normalform hat und die faktorisierte Form haben will, dann bestimmt man die Nullstellen. Ja? Das kann man auch mit der quadratischen Ergänzung machen. Und dann schreibt man die faktorisierte Form mit den Nullstellen hin.